CO2-Ausstoß 149 Gramm pro Kilometer. Sticht. So oder so ähnlich könnte es bei einem aktuellen Autoquartett heißen, denn der Trend geht weg vom großvolumigen PS-Monster hin zum Sprit- und Emissionssparkönig. Und genau zu diesem soll nun der BMW X5 werden. Dank neuem Vierzylinder-Diesel sollen CO2-Werte der Kompaktklasse möglich sein. Zudem ist die neue Generation um respektable 90 Kilo leichter geworden. Das SUV-Urgestein bietet als X5 25D xDrive 218 Diesel PS. Der Verbrauch soll laut Werk bei nur 5,8 Litern auf 100 Kilometer liegen. Bis 220 km/h ist der X5 schnell und zu haben ab knapp 55.000 Euro. BMW meint es ja mit dem Thema Downsizing richtig ernst. Jetzt gibt es nämlich beim X5 nicht nur ein Sechszylinder-Diesel als kleinste Motorisierung, sondern es gibt jetzt ganz neu den 25D. Steht 25, logisch, für 2 Liter Turbodiesel mit Registeraufladung. Kaskadierte Turbos verleihen dem richtig Dampf. 218 PS. Und wenn man da mal aufs Gas tritt, ja, dann tut sich auch was. Also da muss keiner Angst haben, dass er da ein Verzichtsmobil bekommt, bloß weil er jetzt einen X5 eben mit einem Vierzylinder fährt, sondern da geht es ordentlich vorwärts. Das Schöne ist auch, der Motor hält sich akustisch zurück. Ist also nicht so ein Knurrer, sondern wer eigentlich nicht genau hinhört, könnte ihn fast für einen Benziner halten. In 8,2 Sekunden soll der große Bayer die 100er-Marke knacken. Friedrichshafen sei Dank. Die ZF-Automatik, der Achtgänger, der schaltet auch schön schnell die Gänge runter. Gibt es nochmal Zug drauf. 450 Newtonmeter Drehmoment sollten auch reichen, selbst für so ein 2,2 Tonnen schweres Gefährt. Die einzige Einschränkung ist vielleicht für Leute, die einen ganz schweren Pferdeanhänger ziehen müssen. Da kann es unter Umständen sein, dass es dann bei einem Anstieg mal ein bisschen zäher wird als mit den sehr kräftigen Sechszylinder-Turbos. Aber ansonsten ist es eine wunderbare Antriebskombination. Und das macht doch richtig Spaß. Der X5 hat ja so ein anmachendes Agilitätsgefühl. Ist ja nicht so ein typischer SUV, der da wie so eine schwangere Elchkuh um die Kurven wankt, sondern der liegt schön knackig. Doch beim X5 ist eben nicht nur das Fahrverhalten knackig. Ich fahre den neuen X5 echt gerne. Das ist ein wirklich tolles Auto. Wunderbarer Kompromiss aus Agilität und Komfort. Passt wunderbar zu dem Vierzylinder-Diesel. Aber mit einer riesen Einschränkung. Das Auto kostet über 50.000 Euro. Es ist eben ein extrem teurer Spaß, X5 zu fahren, auch mit einem Vierzylinder. Das muss man sich schon leisten können. Der neue X5. Ein Sparspaßmodell.